Einer der wichtigsten 100 Sätze aus Ein Kurs in Wundern, Teil 8. Vergiss nie, dass du nur dir selber gibst. Lektion 187, Abschnitt Arabisch 6, erster Satz. Ich bearbeite oder lese dann die beiden Abschnitte vor, 6 und 7, weil sie das Ganze sehr gut erklären und deutlich machen, worum es hier geht. Wie kann das sein? Wir geben doch scheinbar anderen da draußen. Ja, und hier wird ganz klar gesagt, das, was du da draußen siehst, deine Welt, ist letztlich nicht absolut real. Das bist du auch. Du siehst immer nur dich selbst, da draußen ist niemand. Der Gottessohn ist in seiner Gesamtheit mit sich innerhalb der Illusionswelt allein. Er ist komplett auf sich selbst zurückgeworfen und das gilt auch für die vielen Strahlen sozusagen oder Aspekte des Gottessohnes, die wir vielleicht als die Menschheit bezeichnen. All die Menschen, ja, was ist damit? Sind sie nun wirklich? All die Körper, die hier in dieser Welt herumlaufen, wo wir sagen, ja, das ist doch ein Individuum, das ist doch ein Mensch, und ich bin doch auch so ein Mensch. Und genau dieses Menschenbild wird in Frage gestellt. Was ist, wenn das alles nur ein Traum ist, sagt Jesus an einer anderen Stelle. Ja, was ist denn dann? Ja, dann ist das nicht mehr so ernst zu nehmen. Dann ist es nicht absolut vorhanden. Absolut vorhanden meint ohne Anfang und ohne Ende, es ist immer da. Nein, Träume, die Illusionswelt, die Welt an sich, sie erscheint, hat einen Höhepunkt und vergeht. Das gilt es zu erkennen. Vergiss nie, dass du nur dir selber gibst, meint, du bist allein mit dir, du bist auf dich zurückgeworfen. Und was von dir ausgeht, kann nur in deinem Geiste bleiben und scheinbar ein paar Kreise ziehen, hin zu Projektionen, ja, die wir dann die anderen Menschen nennen, die ganze Geschichte, die projiziert wird, die sich entfaltet, weil wir Lust haben sozusagen auf Drama. Wir haben Lust auf Geschichte, wir wollen uns mit den Geschichten identifizieren, mit unserem sogenannten Leben, der Lebensgeschichte, der Biografie und sagen dann, ja, aber da ist doch jemand, dem habe ich doch gegeben. Und hier wird das in Frage gestellt, weil wir letztlich immer nur uns selber geben, im anderen, der wir auch sind. Ich bin auch der andere, ja, der da scheinbar auf der Leinwand des träumenden Bewusstseins herumläuft und sich da zeigt, und zugleich auf einer höheren Ebene bin ich das eben nicht. Wir reden hier immer auf mehreren Ebenen. Wir müssen die Ebenen klar unterscheiden. Die Illusionswelt ist die Illusionswelt. Sie ist und bleibt nicht real. Die absolute Wirklichkeit des reinen Geistes ist abstrakt. Das Sein selbst und insofern für uns schwer zu fassen. Wir lieben die Form, wir lieben die Inkarnation, die Verkörperung, wir wollen Besonderheit und Individualität, die Geschenke des Ego-Denksystems, des Systems, des Denksystems der Trennung, der Spaltung. Vergiss nie, dass du nur dir selber gibst. Derjenige, der versteht, was geben bedeutet, muss über die Idee des Opferns lachen. Auch kann er nicht umhin, die vielen Formen zu erkennen, die das Opfern annehmen kann. Ich mache hier einen Einschub. Geben wird auch immer wieder, und das zeigt uns die äußere materielle Welt, mit Verlust assoziiert. Was ich weggegeben habe, das habe ich nicht mehr. Und auf der körperlichen Ebene hat das in gewisser Weise erst einmal seine scheinbare Berechtigung, diesen Gedanken zu pflegen. Was ich weggebe, ist Verlust.
Es ist wie ein Opfer auch, das ich bringen muss, ja, um mich freizukaufen von der Schuld, die mich in meinem Geist antreibt, verrückte Dinge zu tun. Eben an ein Minus zu glauben, das ich mit einem Plus an Opfergabe ausgleichen muss. Vergiss nie, dass du nur dir selber gibst. Derjenige, der versteht, was geben bedeutet, muss über die Idee des Opferns lachen. Auch kann er nicht umhin, die vielen Formen zu erkennen, die das Opfern annehmen kann. Er lacht genauso über Schmerz und Verlust, Krankheit und Gram, Armut, Verhungern und den Tod. Er begreift, dass Opfern die eine Idee bleibt, die hinter ihnen allen steht, und in seinem sanften Lachen sind sie geheilt. Worum geht es hier? Es geht um unsere verrückten Glaubensvorstellungen. Es geht um das Programm auf unserer Festplatte sozusagen, welches ein verrücktes ist und immer auf der Idee der Spaltung und Trennung und des Mangels, ja, und des Kampfes und der Schuld und des Hasses und des Grams, des Leidens beruht. Darauf basiert die ganze Geschichte. Und all das bezeichnet ein Kurs in Wundern als Traum und als Illusion. Und dann haben wir hier in Abschnitt 7 den ersten Satz, wichtig, eine Illusion, die erkannt wird, muss verschwinden. Das ist ein starker Satz. Eine Illusion, die erkannt wird, muss verschwinden. Was heißt das? Erkannt wird. Das heißt nicht, eine Illusion, von der man gehört hat, dass sie eine Illusion sein soll, muss verschwinden. Nein. Eine Illusion, die erkannt worden ist, sie muss erkannt werden, sie muss enttarnt werden, denn die Illusionen verkleiden sich hier in unserer Welt als sogenannte Realität oder Wirklichkeit. Und wir pochen darauf, dass die Welt wirklich ist, obwohl all das Bilder in unserem träumenden Geist sind. Genauso, wenn wir nachts träumen und nicht wissen, dass wir träumen, Stein und Bein behaupten würden, wenn uns jemand im Traume anspräche, aber das ist doch alles nicht wirklich, und wir würden sagen, nein, es ist wirklich, ich leide. Du siehst doch die Bilder, wir würden gar nicht von Bildern reden, du siehst doch, da ist doch jemand, da ist doch Krieg, da ist doch, ja, mein Leben ist doch bedroht und ich leide und ich springe um mein Leben und renne davon und schaffe es nicht und am Ende, ja, habe ich nur noch Angst vor dem Sterben. Und wir würden auf die Wirklichkeit des Traums bestehen, weil sie Teil, der entscheidende Teil unserer falschen Identität, des falschen Selbst ist. Die Frage ist, wollen wir erkennen, dass es sich um Illusionen handelt, all dessen, was wir hier erleben und jetzt vielleicht als Traum hier bezeichnen, wollen wir das merken, erkennen, spüren, begreifen, verstehen, dass es nur ein Traum, eine Illusion ist. Und wenn das geschieht, ist das eine tiefe Erschütterung im eigenen Geist. Und dann löst sich die Illusion auf. Wir merken plötzlich, wie dumm das ganze Spiel ist. Das Spiel, das Spiel mir das Lied vom Tod sozusagen, spiel mir das Lied vom Elend dieser Welt. Und immer wieder die Sehnsucht nach einem guten Leben, ja, einmal um die ganze Welt und die Taschen voller Geld und so weiter, Karel Gott, wie der das mal gesungen hat, ja, manch einer mag sich noch erinnern, und das ist dann so der Traum vom Glück. Die Taschen voller Geld und die schönsten Hotels und die leckersten Speisen und was man hier noch so rausquetschen kann, rausholen kann. Besondere Beziehungen, besondere Liebes- und Hassbeziehungen natürlich, weil wer hungrig und illusionär unterwegs ist, naja, der ist ein reißender Wolf. Und so gehen wir her alle mehr oder weniger miteinander um, solange wir nicht mit der Quelle in uns in Verbindung sind. Wer nicht mit der Quelle des reinen Geistes, einer höheren eigentlichen Wirklichkeit in sich verbunden ist, der leidet
und muss das Loch stopfen mit allem, was er zu fassen kriegt. Eine Illusion, die erkannt wird, muss verschwinden. Nimm Leiden nicht an und du beseitigst den Gedanken des Leidens. Wichtig hier, wir sollen erkennen, dass Leiden ein Konzept ist, ein geistiges Konzept, ein Mangelkonzept, ein Schuldkonzept. Und es lässt sich zurückführen sozusagen, wenn wir es zurückverfolgen auf die kürzeste Formel x gleicht, die Idee der Trennung. Da, wo Trennung geschieht, wo der Sohn sich vom Vater getrennt, fühlt, empfindet, begreift, es so erlebt in seinem Albtraum, da hängt er in der Matrix des Elends plötzlich fest. Und die gute Nachricht ist, ja, vergiss nie, dass du nur dir selber gibst. Eine Illusion, die erkannt wird, muss verschwinden. Die Idee des Leidens, die Idee dieser kranken Konzepte, all diese Ideen haben unseren Geist nicht verlassen. All das wirkt nur rückbezüglich auf uns selbst, den einen Gottessohn, ja, in milliardenfacher Zersplitterung, der in sich und an sich selber leidet. So könnte man es ausdrücken. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Wie wenn du etwas gibst, sozusagen scheinbar nach außen, was gar nicht möglich ist, alles bleibt in deinem Geist, insofern gibst du immer nur dir selbst. Das macht hier jeder. Das macht der eine Gottessohn in sich selber, in milliardenfacher Zersplitterung, in den Spiegelungen seines falschen Selbst. Ja, ist er gefangen, ein Gefangener in einem Spiegelkabinett und sieht immer nur sich selbst und läuft vor sich selber weg. Bis er irgendwann liebend das Spiegelbild umarmt und den ganzen Unsinn, all die kranken Konzepte durch diese Umarmung auflöst. Zerliebt, könnten wir vielleicht sagen. Und die Illusion fällt plötzlich von ihm ab. Die Illusion der Trennung. Im Kern nur Trennung, Spaltung. Und Jesus sagt uns hier, nimm Leiden nicht an. Akzeptiere dieses kranke Konzept nicht. Oben auch in Abschnitt 6, das Konzept des Opferns. Akzeptiere es nicht. Immer wollen wir bezahlen, ausgleichen, Opfergaben bringen. Wir fürchten den Neid der Götter, wie es so in früheren alten Zeiten hieß. Nach dem Motto, wenn's mir gut geht, na ja, dann warten wir mal ab, bis die Talfahrt wieder kommt, bis die Achterbahn wieder nach unten geht. Es wird furchtbar. Man fürchtet sich, ja, vor einem konstanten Wohlergehen, als müsste danach wieder, ja, der nächste Schlag oder Schicksalsschlag, wie auch immer wir es nennen wollen, auf uns niederprasseln. Noch einmal, weil es so schön ist, denn dieser Satz ist wirklich stark, beide Sätze sind wichtig, vergiss nie, dass du nur dir selber gibst, und dann eben eine Illusion, die Illusion ist ja, wir geben anderen und wir verlieren. Und das stimmt nicht. Der andere, das bin auch ich, in meinem falschen Selbst, in einer multidimensionalen Spiegelung sozusagen, spiegelt sich der eine Gottessohn, ja, milliardenfach ineinander, aneinander, ja, und existiert multidimensional verlinkt miteinander, ineinander. Man kann es sprachlich gar nicht ausdrücken in seiner Dramatik, wie verrückt das Ganze inszeniert ist. Und das ist eine Illusion. Ja, auch dieses Weggeben und Opfern, dieses Verlieren, als ginge das, als könnte etwas verloren gehen. Eine Illusion, die erkannt wird, muss verschwinden. Wenn der Kaiser durchschaut ist, dass er nackt ist, ja, der falsche Kaiser sozusagen, nicht? Wenn wir erkennen, wie in dieser Geschichte das Kind sagt, aber der ist ja nackt, der hat ja nichts an. Nicht? Wenn wir es durchschauen, das dumme Spiel, dann fällt die Illusion von uns ab und das Rumpelstilzchen, wenn wir es benannt haben, kann uns nicht mehr tyrannisieren. Es kann uns nicht mehr beherrschen. Vielleicht verlieren wir in diesen Tagen, ja, unserer Welt, Weltengeschichte, langsam mal den Glauben an Institutionen,
an Autoritäten, an diese Kindermärchen, ja, als wäre das alles gut und bestens und es würde alles sauber laufen und man meinte es immer gut mit uns und so weiter. Wir sind hier in einer mörderischen Welt. Die Welt ist ein Ort des Krieges. Und wer das noch nicht gemerkt hat, der träumt noch, ja, und hängt fest in Kindervorstellungen sozusagen. Er macht das, was man auch Elternübertragung nennt. Er überträgt ein sorgendes Elternbild, das für das Kind sorgt, auf andere Autoritäten hier in der Welt. Wir müssen erwachsen werden. Wir müssen klar werden, Erkenntnisfähigkeit erproben, leben, umsetzen, um hier aus diesem Illusionstheater den Ausweg zu finden und wirklichen Frieden zu erfahren. In der Welt gibt es ihn nicht. Aber jenseits der Welt ist eine Welt, die ich will, wie es im Kurs in Wundern heißt, und die ist geistiger Natur. Die hat mit Körpern, mit Verkörperungen in diesem Sinne nichts mehr zu tun. Es geht um den Aufstieg. Nimm Leiden nicht an und du beseitigst den Gedanken des Leidens. Wir könnten ergänzen in deinem Geist und es wirkt auf den Geist, den geistigen Zustand deiner Brüder. Sozusagen, ja, weil das alles eins ist in Wahrheit. Es gibt nur einen Gottessohn, der träumend ist, im gespaltenen geistigen Zustand sich befindet. Dein Segen liegt auf jedem, der leidet, wenn du beschließt, alles Leiden als das zu sehen, was es ist. Der Opfergedanke bringt alle Formen hervor, die das Leiden anzunehmen scheint. Und Opfern ist eine Idee, die so verrückt ist, dass die Vernunft sie unverzüglich von sich weist. Glaube nie, dass du opfern kannst. Abschnitt 8, Satz 1. Ja, nicht? Es sind magische Prozesse, in denen wir uns befinden. Die Magie des Opferns, die Magie des Sündenbocks, einem armen Ziegenbock im alten Israel, die Sünden der Gemeinde eines Jahres sozusagen auf den Rücken zu binden und ihn in die Wüste zu jagen, damit er dort krepiert und geopfert wird, damit er alle sozusagen reinwäscht von ihrer Schuld über dieses Opfer. Das ist alles verrückt. Wir dürfen das durchschauen. Es ist Unsinn. Weil in Wahrheit, im reinen Geist, in unserer wahren Natur keine Schuld zu finden ist. Weil nichts passiert ist, was man als Problem bezeichnen könnte. Der reine Geist, der Geist Gottes, vollkommene Liebe, dehnt sich aus. Der Vater dehnt sich aus in dieser Liebe, in seinem Wesen, ja, das er ist, und dehnt sich hinein aus, sozusagen hinein in den Gottessohn, in seinen geliebten Sohn, der die gleiche Qualität hat, die Liebe auszudehnen, als Folge der Liebe des Vaters, denn er ist das in gewisser Weise Produkt dieser Liebe, das Kind dieser Liebe ist der Sohn im Vater. Und das ist ein geistiger Prozess. Und wir spiegeln hier, erleben die Spiegelung dieses geistigen Prozesses auf der Ebene von Vergebung. Dass wir es ablehnen, Schuld sehen zu wollen. Not und Tod und Elend sehen zu wollen. Wir wollen erkennen, dass der Geist, der wir sind, in Wahrheit nicht leiden kann. Und er kann nur sich selber geben. Und wenn er das erkennt, wird er mit Weisheit sein Leben gestalten. Es mangelt der Weisheit. Die Dummheit schlägt wild um sich und tötet den Bruder und damit nur sich selbst. Das, was wir dem anderen zufügen, fügen wir uns selber zu. Vergiss nie, dass du nur dir selber gibst. Alles fällt dir auf die eigenen Füße, im Guten wie im Schlimmen. Es ist wichtig, dies zu erkennen, ein fundamentales Gesetz. Weise ist der,
der die Welt und die Geschehnisse, alles, was er zu sehen bekommt, ja, mit seiner Liebe und Erkenntnis liebend umarmt und diese Ausstrahlung in die Welt hineinbringt, ja, dass dieses sanfte Lachen möglich wird. Es ist einfach nur dumm, die Aggression, der Krieg, Not, Tod und Elend. Das ist alles einfach nur dumm. Und es geht um Erkenntnisprozesse, die jetzt mehr denn je endlich anstehen, dass wir das Elend überwinden und die Geisteskrankheit im Gottessohn, ja, als Illusion, als ein Missverständnis, als eine Unkenntnis, als eine Verneinung der Wahrheit erkennen, der reinen Wirklichkeit, des vollkommenen Geistes Gottes. Wenn wir anerkennen, wer wir in Wahrheit sind, ist Leiden unmöglich. Ich bin kein Körper. Ich bin kein getrenntes Wesen, das von der Quelle her getrennt ist und leiden muss. Das bin ich nicht. Ich lehne das ab. Ich bin unantastbar. Ich muss nicht leiden. Egal wie die äußere Situation innerhalb der Illusions- und Traumwelt hier zu sein scheint, ja, und sich zeigt, ich muss daran nicht per se leiden. Wir können im Frieden Gottes sein und dies schon jetzt. Vergiss nie, dass du nur dir selber gibst. Eine Illusion, die erkannt wird, muss verschwinden. Und zwar in meinem Geist, in dem, der sie erkannt und durchschaut hat, verschwindet sie. Und das Leiden hat ein Ende.